Einen wunderschönen guten Tag aus Frankfurt. Mein Name ist Thomas Kurs. Ich bin in der Helaba zuständig für das Financial Institutions Geschäft und unter anderem auch für Covered Bonds. Und über die reden wir heute etwas intensiver. Ich habe heute bei mir Sabrina Mies. Hallo Sabrina. Hallo Thomas, grüß unsere dich. Unsere Senior Covered Bond Analystin. Und wir möchten gerne insbesondere über die mittlerweile ja fast schon berüchtigte EU-Richtlinie zur Harmonisierung von Covered Bonds und insbesondere den Status quo der Implementierung reden. Sabrina, worum geht es da genau und was ist denn der Status quo? Lass uns einfach mal die zwei Ziele anschauen, die die EU-Institutionen seit 6 Jahren eigentlich verfolgt haben und dann letztendlich in 2020 auch in eine Richtlinie verpackt haben. Das erste Ziel war die Harmonisierung wesentlicher Strukturmerkmale. Denn Covered Bonds, es gab zwar ein Regelwerk dafür über die Länder hinweg, aber es gab nur sehr allgemeine Regelungen. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen, haben Covered Bonds sich ja entwickelt und die nationalen Regelwerke haben hier sehr viele Details vorgegeben, die aber unterschiedlich waren von Land zu Land. Also, das erste war, wesentliche Strukturmerkmale zu setzen, die jetzt eben in die nationalen Regelwerke umgesetzt werden sollen. Das zweite, eine sehr präzise Definition musste her, denn Covered Bonds kommt in den aufsichtsrechtlichen Regelwerken sehr viel bevorzugte Behandlung zugute. Und das liegt ja auch an ihrem niedrigen Risiko, an ihrer hohen Liquidität. Und um das sicherzustellen, brauchte man eine sehr präzise Definition, welchen Covered Bonds das eben zugutekommt. Und das hat man hiermit erreicht. Und es werden ja auch zumindest theoretisch 2 Klassen von Covered Bonds geschaffen, richtig? Die Premium Covers und die normalen. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Na dann, ja, dann erzähl uns doch mal mehr über die individuellen Requirements, also die Anforderungen, die diese neue Direktive an die einzelnen Covered Bond Emittenten und die einzelnen Länder stellt. Ja, du hast recht. Also, man kann den Status eines European Covered Bonds erreichen, also als Emittent, wenn man eben bestimmte Strukturmerkmale verfolgt, die eben jetzt durch das Gesetz gegeben werden. Und ich zähle sie ja einfach mal auf. Also der bekannte doppelte Rückgriff, ja, die Insolvenzferne, ja. Jawohl, die anerkennungsfähigen Deckungswerte, Derivate im in der Deckungsmasse, Vermögenstrennung, die Trennung der Assets, wichtig. Von der Insolvenzmasse. Ja, von der Insolvenzmasse, genau. Dann eben die Informationen für die Investoren. Das ist neu, oder? Also das gab es schon vorher. Es war nicht in der EU-Direktive, die es ja noch nicht gab, sondern das war eben in der Capital Requirement Regulation drin. Das hat man nach vorne gezogen. Man hat es also im Prinzip materieller, wesentlicher gemacht. Mhm. Also schon für einen normalen European Covered Bond muss man bestimmte Transparenzvorgaben erfüllen. Ja, wer an MiFID gewohnt ist, der kriegt ja das auch hin. Und hier sind auch ein paar neue hinzugekommen. Also für die Emittenten wird es nicht leichter, aber es soll ja Vertrauen bei Investoren geweckt werden und alle Risiken, mögliche Risiken, sollen erkennbar sein. Dann haben wir noch die Deckungsanforderungen. Das ist auch wichtig. Es geht hier einfach darum, Standards zu setzen. Das nominelle Prinzip gilt hier. Covered Bonds müssen abgedeckt sein durch den Deckungspool auf nomineller Klar. Basis. Dann der Liquiditätspuffer. Naja, den gab es ja in Frankreich und in Deutschland zum Beispiel schon wesentlich länger. Also ganz neu ist es für die großen Emittenten auch nicht, aber jetzt gilt es dann halt für alle. Du hast recht. Also in Frankreich, glaube ich, auch 2014, wenn ich mich richtig erinnere, eingeführt, schon sehr lange dort. Und jetzt gilt es für alle und auch mit ganz klaren Vorgaben, wie der berechnet wird und was auch liquide Assets sind, was als liquide Assets gelten. Ja. Und als letztes natürlich Vorgaben für die öffentliche Aufsicht, Monitoring und so weiter, auch die Erlaubnis eines neuen Covered Bond Programms, all das ist hier geregelt. Pfandbriefliebhaber werden viel von dem erkennen. Insofern. Ja, also man hat sich sicherlich inspirieren lassen von den großen Covered Bond Ländern. Ja, und ist das jetzt alles oder gibt es da noch was? Es gibt noch viele optionelle Elemente. Ja. Das bekannteste ist sicherlich die Fälligkeitsverschiebung. Und wir haben ja schon gemerkt in den letzten Jahren, Soft Bullets, ja, ein Riesentrend in den letzten Jahren, auch eben zur Absicherung von Liquiditäts- oder Refinanzierungsrisiken, ist optionell natürlich einführbar, aber wenn, dann gelten ganz bestimmte Bedingungen, um auch das sehr sicher und objektiv zu gestalten. Wer eine Option wählt, muss mit den Konsequenzen leben. So sieht's aus. Nun, dann haben wir also dann einen European Covered Bond. Wichtig ist aber eigentlich für die meisten ja eben diese
aufsichtsrechtliche Bevorzugung und dazu braucht es noch weitere Vorgaben, dazu müssen noch weitere Vorgaben erfüllt werden. Ich nenne das immer den Zusatz Qualitätsfilter. Also hier müssen eben noch strengere Anforderungen erfüllt werden. Für den hast du aber ein Copyright, der ist nicht von der EU. Genau, das habe ich mir jetzt einfach mal selber ausgedacht. Und das ist auch eben nicht mehr die Direktive, das sind die Vorgaben der Direktive und das sind eben die Vorgaben der Capital Requirement Regulation, ja, Kapitaladäquanz. Eine andere Direktive. Ja, genau, so ist es eben. Ja, und wenn diese Anforderungen erfüllt werden, dann darf man den Covered Bond auch European Covered Bond Premium nennen. Na großartig, jetzt wissen wir also, was erfüllt werden muss und wir wissen, wann es erfüllt werden soll. Ja, was passiert denn im Prinzip, wenn die Gesetze nicht rechtzeitig zur Implementierung vorliegen? Ja, schauen wir auf die Timeline, wie man so schön sagt, auf die Fristen. Der erste Frist ist schon abgelaufen. Eigentlich hätten alle Länder diese Vorgaben in ihre Gesetze umsetzen müssen, sprich einbauen, also schreiben müssen und veröffentlichen müssen in Bundesgesetzblättern und so weiter, wie das üblich ist. Das haben leider nur sehr wenige geschafft. Ja, Deutschland, Dänemark und Frankreich waren dabei. Aber jetzt laufen wir auf die nächste Frist zu. Das ist eben der Fristablauf für die Anwendung. Dann gilt das dann auch wirklich für alle Covered Bonds. Und das muss wirklich gehalten werden. Sonst gibt es Konsequenzen. Ja, welche Konsequenzen gäbe es denn? Also erstmal nochmal beruhigend, alle Emissionen vor dem 8. Juli 2022 haben einen Bestandsschutz. Da gibt es erstmal keine Konsequenzen. Also die Bevorzugung in der LCR, in der Eigenkapitalunterlegung, all das bleibt. Das ist die Achtung vor den Eltern, das ist das Grandfathering, richtig? Da hast du recht, ja. Bei Emissionen zwischen dem 8. Juli und späterer Implementierung, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, und zwar geteilt. Einmal haben wir hier die Bevorzugung bei der Abwicklung von Banken. Viele erinnern sich sicherlich daran an das Thema Bailout, Bail-in und so weiter. Also Covered Bonds bleiben eben weiterhin hier außen vorgenommen, wenn es zum Bail-in kommt, also auch zur Verlustzuweisung an Verbindlichkeiten. Aber wie wir sehen, hier sind die Covered Bonds sind nicht mehr qualifiziert, wenn es um diese ja doch sehr wichtigen Bevorzugungen gibt. Und was danach ist, vielleicht noch als letztes, da ist es noch gar nicht klar, da finden wir gar keine Vorgaben, keine Provisions. Was passiert eigentlich nach verspäteter Umsetzung? Gilt das dann wieder für die Covered Bonds? Da muss man sicherlich auch nochmal Klarheit schaffen. Verspätet hieß nach dem 8. Juli. Nach dem 8. Juli und verspätet, okay. Genau. Naja, das heißt doch im Prinzip alles, was den Default betreffen würde, also die Sicherheit, dass man sein Geld auch tatsächlich wiederbekommt als Investor, das ist definitiv immer noch vorhanden. Auch wenn die Implementierung nicht rechtzeitig passiert, aber die Bonds vorher schon emittiert wurden. Ja. Aber was eventuell verloren geht, sind eben die Spezialprivilegien als Halter von solchen Bonds während der Zahlungen. Mit anderen Worten, LCR-Treatment, RWA, die ganzen Investmentaspekte, UCITS, du hast das ja aufgezählt. Genau. Wunderbar. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wo die einzelnen Länder gerade so stehen. Ups. Jetzt haben wir die Länderkarte. Noch ist sie weiß, aber so weiß ist es nicht. Es ist schon relativ viel umgesetzt worden und das schauen wir uns auch gleich mal an. Ich habe es ja auch schon erwähnt, einige waren ja auch schon pünktlich fertig und mittlerweile sind auch noch einige Länder wie Spanien nachgezogen und auch die Balten. Da haben wir alles schon umgesetzte Das ist ja schon eine ganze Menge. Gesetze. Genau. Also hier Haken dran, die sind safe. Genau, genau. Und es gibt auch schon einige weitere, bei denen die Prozesse eigentlich zu Ende sind. Wahrscheinlich fehlen noch ganz kleine Schritte. Aber wenn man zum Beispiel bei Österreich nachliest, das ist eigentlich durch. Die Anwendung findet dann ab Juli statt. Wir wissen auch von den Niederlanden, von Norwegen, da warten wir eigentlich auf die letzten Drafts oder Entscheidungen im Parlament. Das hört sich alles danach an, als wäre das kurz davor. Norwegen, ganz besonders zu bemerken, finde ich, ist ja nicht mal in der EU, aber hält sich sehr schön an die Regeln. Können sich die fehlenden EU-Länder nochmal ein Beispiel nehmen. Ne? Ist ja das auch stimmt. Ein sehr großer Covered Bond Markt. Das stimmt auch. Aber was ist denn mit zum Beispiel mit den Drittländern noch, die nicht in Europa sind, geschweige denn der EU? Ich meine, gut, wir haben UK, ist zwar in Europa, aber nicht mehr EU. Wir haben Kanada als riesigen Emittentenmarkt und natürlich auch die ein oder anderen asiatischen Emittenten. Ja, da muss Thomas natürlich immer wieder in die Wunde treten, die es noch gibt. Da hast du vollkommen recht. Es geht also, wie du hier schon gesagt hast, ich habe hier nochmal Deutschland und Frankreich angezeigt, weil, wie gesagt, das sind die zwei Länder, die auch schon umgesetzt haben.
und die wir uns auch noch mal genauer anschauen werden. Drittländer, du hast es angesprochen, Kanada, die Länder im asiatisch-pazifischen Raum, die warten auf die sogenannte Gleichwertigkeitsregelung. Also das ist wirklich ein bisschen schade, das ist, hat man nicht geschafft mit der Richtlinie hier, gleiche Regeln gelten zu lassen. Und da ist die EBA jetzt beauftragt, einen Vorschlag zu unterbreiten. Das wird aber noch Jahre dauern. Ich glaube, es ist bis 2024, bis es dann eine neue Regelung geben wird, wird es wahrscheinlich 25 sein. Mhm. Also das ist verspätet. Naja, wir sind ja gewohnt, dass sich manche Vorhaben verschieben, wie der Berliner Flughafen. Ja, es hat natürlich einen Grund, dass Germany und France da schon draufsteht. Nicht, damit wir Ihnen allen zeigen, wo Deutschland und Frankreich liegen, sondern wie Sabrina sagte, wir möchten in Folgevideos auch gerne nochmal auf die einzelnen Unterschiede in der Implementierung dieser Gesetze eingehen. Bis dahin fassen wir mal zusammen. Wir haben bisher einen sehr vielversprechenden Status. Die meisten Länder in Europa, zumindest insbesondere die großen Emittentenländer, haben ihre Gesetze bereits implementiert. Dazu zählen Deutschland, Frankreich, Spanien, Irland, die baltischen Emittenten. Einige der Mittel- und Osteuropäer sind auch schon dabei. Ein weiterer großer Teil ist in den letzten Zügen, wie wir gerade von Sabrina gehört haben. Und bei dem Rest muss man halt mal sehen. Was die Drittländer angeht, sind wir auch auf einem guten Weg für einige, zumindest in dazugehörigen Regulierungen, die nicht direkt die europäische Covered Bond Richtlinie betreffen, aber zumindest die wichtigen, wie diese die LCA-Notwendigkeiten in gewisser Form regulieren. Richtig. Ja, und was das Hauptthema ist, was wir mitgeben wollen an Sie, ist, diese Direktive ist eine super tolle Entwicklung für den Covered Bond Markt, für Investoren und Emittenten gleichermaßen. Sie schränkt aber die Emittenten und Investoren auch nicht ein, jedenfalls nicht übermäßig. Natürlich wird ein gewisser Rahmen geschaffen, aber innerhalb dieses Rahmens, der definitorische Rahmen sozusagen, besteht eine ganze Menge Freiheit für die einzelnen Länder und Emittenten, sich quasi mit ihren nationalen Gegebenheiten weiter auszuleben. Und darauf gehen wir in folgenden Videos noch gerne detaillierter ein. Ich bedanke mich bei dir, Sabrina. Sehr gerne. Das war sehr lehrreich. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und Sie werden sich die Folgevideos anschauen. Und ansonsten auch immer mal wieder bei der Helabar in den YouTube-Kanal oder unsere Videos reinschauen. Wir werden Sie damit beglücken und ich hoffe, es gefällt Ihnen weiterhin. Vielen Dank.